Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir befinden uns an einem kleinen süßen Ort hier in Frankreich, denn wir haben den Stellplatz gewechselt. Aber allzu lange werden wir hier nicht sein, weil wir fliegen von dem Stellplatz runter. Aber davon erzähle ich euch später mehr. Jetzt gucken wir uns erstmal hier diesen kleinen, schönen französischen Ort an. Ja, und das hier ist der Stellplatz. Eigentlich nur ein Parkplatz, aber super ruhig. Und hier hinten ist Wald, noch ein kleiner Fluss oder Bach. Hier vorne ist auch noch ein kleiner Bach. Und hier gibt es auch kostenloses Wasser. Also eigentlich, was will man mehr? Ja, wenn wir jetzt hier länger bleiben könnten, würden wir es auch tun, aber ist nicht ganz möglich. Und das hier ist der kleine Bach, Fluss, wie auch immer, der hier entlang läuft, direkt neben dem Stellplatz. Hier hinten ist auch noch so ein Mini-Wasserfall. Hier hinten ist dann auch noch so ein bisschen Kunst. Und wir sind gestern hier schon mal ein kleines Stück gelaufen. Hier kann man die ganze Zeit am Fluss entlang laufen. Und hier waren sehr viele Fabriken gewesen, die mit Wasserkraft gearbeitet haben. Also hier gibt es sehr viele Mühlen oder gab mal Mühlen. Und ja, sah so aus nach Metallverarbeitung. Aber das werden wir uns jetzt gleich nochmal genauer angucken. Aber bevor wir uns das hier angucken, gehen wir direkt nochmal zurück. Denn ich habe die Akkus vergessen für die GoPro. Komplett perfekt. Also einmal wieder zurück zum Auto und die Akkus holen. Die Akkus haben wir jetzt und dann kann es jetzt endlich losgehen. Hier vorne ist dann noch das kleine Rathaus und allgemein noch so ein kleiner Marktplatz. Hier hinten gibt es noch so ein Baguette-Automat. Gestern war kein Baguette mehr drin. Gucken wir mal, ob heute noch was da ist. Nein, da haben wir kein Glück. Heute gibt es kein Baguette mehr hier. Vielleicht steht hier auch drauf, wir verkaufen keine Baguettes mehr in Frankreich. Ganz viel solcher Kunst, viel mit Kupfer. Und wir werden jetzt gleich mal da vorne gucken, wo ich eben schon gesagt habe, da gab es einige Mühlen, die so eine Art Metallverarbeitung gemacht haben. Und das werden wir mal übersetzen und gucken, ob das wirklich Kupferverarbeitung war. Würde aber Sinn machen, weil hier alle Kunst, die hier steht, aus Kupfer ist. Nein, doch. Oh. Ja, und hier haben sie noch den ein oder anderen Hippo im Wasser. Überall alles ein bisschen mit Kunst voll. Hier vorne ist noch eine Fabrik, die stellt so Daunensachen her. So Kopfkissen und Bettdecken, was weiß ich was. Das hat uns hier schon ein Franzose erzählt. Und auch hier an der Wand diese Wandmalereien, aber prinzipiell hier sehr vertreten. Nicht nur jetzt hier in dem Dorf, wo wir sind, sondern allgemein. Aber jetzt kommt es eigentlich zu dem, was ich bis jetzt am coolsten fand. Das ist hier der Weg. Komplett mit dem kleinen Bach hier noch drin. Also das habe ich so wirklich auch noch nie gesehen. Sieht richtig, richtig nice aus. Allgemein dieser komplette Ort, der hat so viel Charme. Er ist nicht groß, man hat aber direkt hier in der Nähe noch eine Einkaufsmöglichkeit, was auch wirklich nice ist. Also an sich zentral gelegen, 10 Minuten zum nächsten Einkaufsmöglichkeit, Baumarkt, was weiß ich was. Und hier schön ruhig im Dorf. Also besser geht's nicht. Ja, und hier ist auch nochmal so ein Sammelbecken für wahrscheinlich das ehemalige Fabrikgebäude hier. Hier ist auch nochmal ein Schild, was das mal war. Und das übersetzen wir mal und dann gebe ich das mal wieder. Ja, leider kann ich es nicht übersetzen, weil das Internet hier so schlecht ist. Das ist einer der wenigen Nachteile hier im Ort. Man hat hier so gut wie kein Netz. Hier kann man aber nochmal die Bilder sehen. Hier ist einmal die Mühle auf der einen Seite abgebildet. Und hier wie die einmal, ich bin mir halt nicht sicher, ob es reines Kupfer nur war oder ob die hier halt auch so Metallpfannen und so Gusssachen aus Metall gemacht haben oder beziehungsweise aus Stahl. Oder ob das halt wirklich reine Kupferherstellung hier war. Weil hier diese Straße weiter hoch gibt es das Ganze noch mal bestimmt 10-mal und das ist jetzt nicht übertrieben. Also die hatten hier sich die Kraft des Wassers sehr zunutze gemacht. Ja, aber hier sieht man auch noch mal, ging hauptsächlich um Kupfer und nicht um Stahl, sondern alles so Kupfertöpfe, Pfannen, wie auch immer, das haben die hier hergestellt. Und jetzt kommen wir noch mal zu ein Stück Kunst, was sehr special ist. Das haben wir gestern schon gesehen. Einmal den pissenden Hulk. Wild. Hier können die Leute auch nochmal lesen, was es damit auf sich hat, wenn ihr Französisch könnt oder eine Übersetzungs-App bedienen könnt. Hier ist auch nochmal ein ganzer Laden, nur mit so Kupferschalen, Töpfe, Kannen, was auch immer. Alles. Also
sehr viel Auswahl. Hier kann man auch noch mal ein bisschen sehen, wie die das bearbeitet haben. Der Typ mit dem Joint-Stummelrest. Wurde erst mal einer geraucht, bevor man das gemacht hat. Ich bin voll Heidiger. Aber auch die Kanne hier. Wild. Da steckt Arbeit hinter, wenn man das macht. Also, das ist nicht mal eben so gemacht. Auch das hier. Auch die Größe davon. Ja, ja, ist wenn, wild. Wenn du jetzt mal anguckst. Aber das ist zweigeteilt, sehe ich gerade. Ja. Das sieht schon echt richtig, richtig nice aus. Hier haben wir auch nochmal eine riesen Wandmalerei. Die sieht auch noch relativ frisch aus. Das hat bestimmt auch den einen oder anderen Tag gedauert. Ich habe da hinten auch nochmal gesehen gehabt. Ganz da hinten durch. Da ist auch nochmal eine Katze dran gemalt. An die Halle da hinten. Wild. Die Vanessa hat auch gerade eben schon gesagt zu mir, fast alle Laternenpfahle sind hier bestrickt. Also, das habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Ja, und hier an der Hauswand hängt auch noch mal eine riesen Kanne aus Kupfer. Da unten auch noch ein paar Kupfertöpfe. Also, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe das Gefühl, die hatten hier was mit Kupfer zu tun. Glaubst du? Ich glaube auch. Nee, da liegen wir komplett falsch. Also, man muss sagen, es ist wirklich ein schönes, kleines Dorf. Man hat hier wirklich viel zu gucken, sehr viel Kunst auch hier. Dann sehr viel von dieser Kupferverarbeitung, die es hier mal gab. Echt schön, man hätte noch oben ein Stück weiter gehen können. Da waren noch weitere Fabriken gewesen oder ehemalige Fabriken. Teilweise auch ziemlich runtergekommen. Das Ding ist nur, es hat jetzt, ja, das Wetter sieht jetzt einfach nicht so gut aus. Da haben wir uns jetzt lieber gedacht gehabt, bevor wir jetzt gleich im strömenden Regen hier zurücklaufen, lassen wir das lieber bleiben. Aber jetzt nochmal die Aufklärung, warum wir hier von dem Platz geschmissen wurden. Wir haben gestern einen, als wir hier mal durch das kleine Dorf gelaufen sind, einen Typen kennengelernt, der uns dann auf Englisch erzählt hat, was es hier so gibt. Der eventuell stellvertretender Bürgermeister, hatten wir so die Vermutung gehabt, ist. Und der hat sich dann so ein bisschen mit uns unterhalten und war super freundlich gewesen, super zuvorkommend und hat uns dann mal so gezeigt, hey, in die Richtung gibt's das und das gibt's hier und was weiß ich was. Alles sehr nett. Dann sind wir noch einen Moment hier durchgelaufen, haben uns ein bisschen die Sachen hier angeguckt und ein paar Fotos gemacht. Dann sind wir dann zum Wohnwagen gefahren, beziehungsweise ich glaube, dann waren wir noch einkaufen. Wir waren noch einkaufen, genau. Und dann war ich gerade ich glaube, Wäsche habe ich aufgehangen oder wollte gerade anfangen zu kochen. Und dann klopft es an der Tür. Genau, und dann war der Typ wieder vor uns vor der Tür. Der konnte sich wahrscheinlich auch nicht an uns erinnern. Ich war mir auch erst nicht sicher, ob er es überhaupt war, weil er andere Sachen komplett anhatte und ich mir jetzt nicht so gut Gesichter merken kann. Und er meinte dann so auf Französisch bla 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 und wir halt so, ja, verstehen wir nicht. Und dann hat er auf Englisch dann halt gesagt gehabt, dass wir uns hier in den nächsten 2 Tagen dann doch bitte verpissen sollen. Und wir dachten uns so, hey, der Platz ist bei Park4Night ausgeschrieben, der Platz ist gut bewertet gewesen. Hier stehen andere Wohnwagen schon, naja, man sieht ein bisschen länger, Wohnmobile, Entschuldigung, ein paar Wohnmobile stehen hier auf jeden Fall schon ein bisschen länger, auch Autos, also eigentlich kein Grund zum Beunruhigen. Genau, dann hat der Typ uns dann mehr oder weniger gesagt, dass wir aber mit unseren Wohnwagen hier nicht parken dürfen. Beziehungsweise maximal 3 Tage und wenn wir in den 10 Tagen nicht wegfahren, wird das Teil dann verschrottet. Und wir waren jetzt bestimmt auf, keine Ahnung, 10 unterschiedlichen Stellplätzen, ja, auf der Reise, vielleicht ein bisschen weniger. Nee, es waren 10. Ich habe letztes Mal nachgezählt, das hier würde jetzt der 11. sein. Gut, und das war nie ein Problem gewesen. Man muss auch dazu sagen, wir benehmen uns immer, wir machen unseren Müll weg, wir vermüllen hier allgemein nichts. Wir sind nicht draußen und sitzen da mit unseren Bänken, wir hängen hier keine Wäsche auf, wir haben genau wirklich nur den Wohnwagen hier stehen und unser Auto. Also mehr steht nicht draußen. Und der Parkplatz ist auch riesig und es ist auch nicht voll hier. Also hier stehen super selten Autos, auch morgens, man hört hier nichts. Mhm. Also was wollen die Leute auch hier? Hier gibt es außer diesen Brotautomaten bzw. Baguetteautomaten und noch so ein kleines Café nichts. Ja, also außer halt dieses kleine Dorf und hier gibt es eine ganz kleine Bushaltestelle, aber ja, hier ist nichts. Also es ist ein riesengroßer Parkplatz. Fast nirgendwo. Also von daher. Im Grunde genommen muss man einfach sagen, wir dürfen hier mit unserem Wohnwagen nicht stehen oder beziehungsweise maximal 3 Tage. Also wir haben jetzt eine Frist von 3 Tagen, uns hier zu verpissen. Er hat uns dann auch noch gesagt, wir können noch 2 Tage hier stehen, aber danach sollen wir hier weg. Aber die Leute, die hier teilweise mit ihren Wohnmobilen stehen, die dürfen so lange, wie sie wollen, hier bleiben. Hier drüben steht ein Typ, der wohnt da drin, das kann ich zu 100% sagen. Hier gibt es auch kostenloses Wasser. Also der hat sich hier den Stelle ausgesucht, weil es ruhig ist und kostenloses Wasser gibt. Und der Typ, der wird mit Sicherheit noch in 3 Monaten hier stehen.
oder wegen mir auch nur 4 Wochen, ist ja jetzt egal und das interessiert nicht und wir mit unserem Wohnwagen sollen uns dann jetzt hier verpissen. Das ist ein bisschen schade, muss man wirklich sagen, ja. Weil prinzipiell machen die hier die Regeln und auch das alles in Ordnung, aber ich finde es halt einfach schade, weil hier die Leute, wir haben ja auch Nachbarn gehabt mit dem Wohnmobil, die fingen dann an, hier Wäsche aufzuhängen, was weiß ich was, und wir uns verhalten uns hier wirklich sehr, ja, ruhig und versuchen uns hier nicht irgendwie, dass man sich, dass wir von uns gestört fühlt oder sonst. Wir machen generell ja keinen Müll und keine Ahnung, wir machen ja hier nichts. Also es ist, wir stehen ja wirklich nur hier. Genau. Und naja, ist halt ärgerlich, aber wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Es steht auch hier vorne noch ein Schild, irgendwo da hinten in der Ecke, auf Französisch ganz klein, von wegen, dass die Wohnwagen hier nicht erwünscht sind. Wie gesagt, hatten wir auch vorher noch nie. Es hat nie jemanden gestört und... Gerade weil wir es halt nicht ganz verstehen, Wohnwagen ist nicht erlaubt, aber Wohnmobil ist nicht schlimm, egal wie lange. Naja, ich würde auch damit sagen, das war jetzt wahrscheinlich von dem Content her, den wir jetzt gebracht haben, von dem Dorf ein bisschen weniger gewesen. Dafür jetzt nochmal hier so ein kleiner Real Talk oder was auch immer. Da würde ich jetzt auch sagen, wenn euch das gefallen hat, abonniert den Kanal, kommentiert meine Videos. Macht's gut, meine Freunde, und ciao. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Stellplatz.